Wieso spricht jetzt der Kollege Erich Erlsdorfer an? Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Raubert, die schafft es immer wieder, dass sie mich reizt zum Thema generalistische Ausbildung. Gratulation. Aber ich erwähne das Ganze nur mit einem Satz, weil wir haben ja heute ein anderes Thema. Verehrte Kollegin, Sie kennen den Kompromissvorschlag. Ich weiß, dass er Ihnen nicht in Gänze gefällt, uns auch nicht. Aber so ist es halt mit Kompromissen. Und glauben Sie mir wirklich, ich bin davon überzeugt, dass es wichtig wäre, dass Sie die Kollegin, nein, Kollegin ist sie nicht, aber die Ministerin Schwesig hier dazu bringen, ihre Eitelkeiten zu vergessen und dem zuzustimmen. Erlauben Sie mir das. Das ist eine nette Person, darüber habe ich auch nichts gesagt. Werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Zimmermann hat ja hier diesen Antrag der Linken begründet, darauf einzugehen. Also da sind ja Äußerungen dabei, die sind ja wirklich unterirdisch, die ich hier gehört habe. Deshalb schenke ich mir das auch. Ich möchte nur darauf hinweisen, nach 20 Jahren Bestehen der gesetzlichen Pflegeversicherung hat die unionsgeführte Bundesregierung in der laufenden Legislatur eine umfassende Reform für die Pflege in Angriff genommen. Das ist unbestreitbar und dabei war uns klar, dass Strukturverbesserungen zwar wichtig, aber nicht ausreichend sein würden. Deshalb haben wir auch deutliche und spürbare Leistungsausweitungen beschlossen, die nicht nur die Versorgung von Pflegebedürftigen verbessert haben, sondern vor allem auch den Kreis der Leistungsbezieherinnen und Bezieher deutlich ausgeweitet haben. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten, Frau Klein-Schmeick hat darauf hingewiesen, können wir nur deshalb auch rechtfertigen, weil wir erstens für eine stabile wirtschaftliche Lage in Deutschland mit einer Rekordbeschäftigung gesorgt haben, von der nun auch der Sozialstaat und die Systeme profitieren. Das ist die Wahrheit. Und zweitens, die finanziellen Mittel, sie werden zielgerichtet für die Menschen erlebbar eingesetzt und deshalb kommen sie bei den Betroffenen auch an und werden angenommen. Der 6. Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Pflegeversicherung beleuchtet jetzt natürlich die ganzen Bemühungen, Bedürfnisse und Wünsche der Pflegebedürftigen durch die Reform der Pflegeversicherung und wir wollen dem gerecht werden. Und neben den Pflegebedürftigen wollten wir aber gleichermaßen sicherstellen, und das ist uns auch gelungen, dass die Angehörigen, die in Deutschland immer noch eine enorme Leistung schultern in der Pflege, dass sie entlastet werden und dass sie diese Verbesserungen auch spüren. An dieser Stelle sei die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Lohnersatzleistungen oder die Reduzierung der Arbeitszeit bis zu 2 Jahren zu erwähnen. Dazu haben wir für die Angehörigen auch den Schutz in der Arbeitslosenversicherung verbessert, und das dürfen wir nicht vergessen. In den letzten beiden Jahren ist der Anteil der Angehörigen versorgten Bedürftigen wieder leicht auf 67% angestiegen, beeinflusst durch diese und weitere Verbesserungen in dem Bereich. Der Dreiklang, und ich sage es zum wiederholten Male, der Pflege bliebe aber aus meiner Perspektive ohne Verbesserungen für die Pflegekräfte unvollständig. Deshalb ist es notwendig, dass wir hier auch den nächsten Schritt an Reformen machen. Uns war deshalb wichtig, der Arbeitsbelastung durch zusätzliche Kräfte sowie den Abbau von überflüssiger Bürokratie entgegenzuwirken. Das sind erste Schritte, die hier gegangen wurden. Gleichermaßen spielt für die Attraktivität des Berufes natürlich die Vergütung eine sehr wichtige Rolle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bezahlung von Tariflöhnen, und hier sind wir uns einig, muss eine Selbstverständlichkeit sein. Und da haben wir auch die richtigen Schritte in die richtige Richtung angetan. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Größe der Aufgabe geschuldet haben wir das Pflegereformvorhaben in eine Reihe von einzelnen Gesetzen gepackt.
Pflegestärkungsgesetze 1 bis 3, die Leistungen der Pflegeversicherung und die pflegerische Versorgung konnten durch das erste Pflegestärkungsgesetz bereits im ersten Jahr seiner Wirksamkeit deutlich ausgebaut werden. Es gibt zusätzliche Betreuungsleistungen in der häuslichen Pflege sowie für Rehabilitation und Prävention. Und mit dem Pflegestärkungsgesetz 1 wurden erstmals sämtliche Leistungen der Pflegeversicherung an die Preisentwicklung der vergangenen 3 Jahre angepasst und in einem Umfang von 4% angehoben. Auch das, meine sehr geehrten Damen und Herren, dürfen wir nicht verschweigen. Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz haben seit Januar 2015 Zugang zu allen Leistungen der häuslichen Pflegeversicherung, einschließlich der Tages- und Nacht- und auch der Kurzzeitpflege. Umgekehrt können auch Pflegebedürftige, die vorrangig körperlich beeinträchtigt sind, besondere Angebote der allgemeinen Anleitung und Betreuung oder der hauswirtschaftlichen Versorgung oder durch von den Ländern anerkannte niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote in Höhe von bis zu 208 € im Monat von ihrer Pflegekasse erstattet bekommen. Auch das sind Verbesserungen. Es handelt sich hierbei nicht gerade um wenige Menschen, sondern, und das sollen wir uns auch vor Augen halten, für das Jahr 2015 sprechen wir hier von 1,5 Millionen Pflegebedürftigen. Dementsprechend haben sich auch die Ausgaben für zusätzliche ambulante Betreuungsleistungen von 437 Millionen im Jahre 2013 auf 684 Millionen Euro im Jahr 2015 erhöht. Bringen Sie diese Information bitte doch auch mit diesen ganzen niedrigschwelligen Betreuungsangeboten unter die Leute, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, und verunsichern Sie nicht mit solchen Anträgen die Menschen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz eingeführten Leistungsausweitungen kommen auch im Bereich des Wohnumfeldes bei den Betroffenen an. Und die Zahlen sprechen hier eine deutliche Sprache. Gab die Pflegeversicherung im Jahr 2011 rund 103 Millionen dafür aus, stieg dieser Betrag bis 2015 auf knapp 305 Millionen. Auch das sind Verbesserungen, das kann man nicht einfach hier unter den Tisch kehren und so abtun, es ist nichts passiert. Wenn wir über Solidarität in der Pflege sprechen, gehört nicht nur der finanzielle Aspekt zur Betrachtungsweise der aktuellen Situation dazu, also rein die finanziellen Mittel, die in die Pflege investiert werden, sondern auch die Ausweitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, den wir durch das Pflegestärkungsgesetz 2 ermöglicht haben. Hier haben wir nun nicht mehr nur Menschen mit körperlichen Einschränkungen erfasst, sondern auch geistig und seelisch beeinträchtigte Menschen. Und mit dem Pflegestärkungsgesetz 3 haben wir schließlich die kommunale Ebene gestärkt, damit dort eine bessere Koordination, Kooperation und Steuerung stattfinden kann. Dadurch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir eine unabhängige und zentral gesteuerte Beratung ermöglichen, die den Pflegebedürftigen die bestmöglichen Angebote aus einer Hand offeriert. Dabei soll eine Verzahnung der Kommunen und der Beratungsangebote der Pflegekasse stattfinden. Und am Ende wollen wir den pflegebedürftigen Menschen vor allem ermöglichen, so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben. Ambulant vor stationär, das ist der Wunsch der Menschen und somit unser Auftrag. Und ich möchte Ihnen auch als Linke hier, es gibt ja Gott sei Dank auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, die hier schon auch sehen, ich habe da mit dem Kollegen Brey schon einmal ein Gespräch gehabt, dass man hier den ersten richtigen Schritt getan hat. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, das ist in meinen Augen, wie wir es gemacht haben, politische Solidarität. Und so wie Sie es darstellen, das ist ja ein Schlaraffenland, was Sie hier den Versicherten vorgaukeln. Bei Ihnen soll das Ganze auch noch zum Nulltarif gehen. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie Sie in Ihrem Antrag bei einem gleichbleibenden Beitragssatz auf Mehreinnahmen von 12 Milliarden kommen. Dieser Betrag wird in der Regel als jährliche Verlustspanne angegeben. Und wären die Privatversicherungen nicht hier, dann würde es mit Sicherheit auch anders ausschauen. Und das ist auch der Konstruktionsfehler bei Ihrem Allheilmittel der Bürgerversicherung. Weil wir müssen natürlich schon auch dieses gute und wirklich einzigartige und hervorragend funktionierende System zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung einfach in die Realität immer wieder bringen. Und erlauben Sie mir den letzten Satz
Allein durch Privatversicherte fließen jedes Jahr fast 29 Milliarden Euro in unser Gesundheitssystem. Und dieses Geld benötigen wir auch. Und alles andere, was zum Thema Bürgerversicherung und dergleichen hier gesagt wurde und in den Wahlkämpfen auch noch gesprochen werden wird, da werden wir uns sehr kritisch damit auseinandersetzen. Wenn nur die Begrifflichkeit in den Raum zu schmeißen, ohne Fleisch am Knochen, das wird nichts nützen. Dankeschön. Der Kollege Harald.